Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir das Meerjungfrauenstück vor uns. Das war wunderschön, wir haben ein wunderschönes Lied gesungen. Und heute ist ein weiterer Bosskampf dran. Da weiß ich noch nicht, was auf uns zukommt. Da ist auf jeden Fall die böse Tür schon mal. Danach haben wir eine weitere Etage vor uns und haben dann wahrscheinlich schon mindestens die Hälfte des Spiels dann abgeschlossen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall packe ich mir hier so aus dem Bild und wir gehen auf die Tür zu. Okay, Alice im Wunderland, habe ich gehört, spielen wir jetzt. Ich will die Tatzen hauen. Reicht dir die Bombe? Kann ich das Ding überhaupt irgendwie hochschlagen? Ach, ich muss das in die Mitte mal platzieren und die schlagen das dann hoch. Okay. Ist ja nicht mal Schaden. Ich will eigentlich die Katze nur davon abhalten, die Bombe zu bewegen. Machst du irgendwann auch noch was? Ja, hau ruhig zu. So schwer ist die Katze jetzt nicht. So, eigentlich kann ich die Katze erstmal die Bombe ignorieren, ne? Bis sie aufgehört hat mit den Händen. Danach kann ich sie euch in die Mitte schleudern.
Beziehungsweise das kann ich ja so nebenbei machen. Ich meine, sie macht halt wirklich nicht mal Schaden. Außer wenn sie mich halt mit den Tatzen trifft. Und eine weitere Etage geschafft. Das war ja ein harter Brocken. Wenigstens auf diesem Stockwerk ist auch wieder Normalität eingekehrt. Du bist jetzt schon in so vielen Theaterstücken aufgetreten, dass du mit allem fertig wirst. Da bin ich zuversichtlich. Das ist der Aufzug des Theaters. Ob die Feen nur diese gruselige Tür ihn blockiert hatten? Oh, vielleicht funktioniert er jetzt wieder, weil wir die unteren Stockwerke befreit und so Gabes Kraft geschwächt haben. Jedenfalls können wir jetzt damit bequem und schnell in den Keller fahren. Wollen wir es gleich ausprobieren? Oh, endlich! Ich musste die ganze Zeit sonst immer die ganzen Stockwerke rauf und runter rennen. Das war nervig. Weil ich den ganzen Weg immer runtersprinten musste. Jetzt habe ich endlich einen Shortcut. Kaugelproben. Wenn eine Bombe explodiert. Okay. Oh, ich darf die einfach gar nicht erst hochheben. Okay. Rote Fässer nicht hochheben. Hab's verstanden. Ich darf nicht die roten anfassen. Ich habe aus Reflex die einfach hochgehoben. Aber war ja nie weiter schlimm. Waren ja eh nur am Anfang. Wollen damit testen, ob man aufpasst. Okay, das ist relativ einfach. Ich sag relativ. Ich bin kein Großmaul. Okay, haben jetzt schon Gold geschafft. Never mind, das war wirklich einfach. Also ich habe perfekt alle gerettet. Außer da war irgendein Fliegender, den ich nicht gesehen habe. Easy. Zickzackkleid. Dann probieren wir nochmal den Fahrstuhl aus. Ich kann damit sogar direkt schon ins dritte Obergeschoss gehen, aber erstmal zum Erdgeschoss. Oh, der Aufzug ist ja so angenehm. Kein Vergleich zu vorher. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich ins Untergeschoss wollen würde, weil da ist momentan noch überhaupt nichts im Freischalten. Stella wollte ja ins Untergeschoss. Oh, das Kleid, das sieht schön aus. Das darf sie auch gerne tragen.
So, wie sieht denn das Zickzack-Ding überhaupt aus? Da. Na gut, das sieht jetzt nicht so schön aus. Hat so ein bisschen was von Daisys Kleid. Also ihr merkt es mit dem Aufzug übrigens nicht wirklich einen großen Unterschied, weil ich sowieso die Wege immer raus kann, wenn ich von obersten Stockwerk ins unterste renne. Ich gehe einmal ins Untergeschoss, weil die dahin wollte. Okay, sie wollte offenbar nur hierhin. Wirklich was sein tut hier nichts. Na gut, dann gehen wir mal ins dritte Obergeschoss, ne? Okay, wir haben ein weiteres Ninja-Level vor uns. Ninja-Künste Weg des Feuers. Die gestohlene Statue, wieder was für den Meisterdieb. Das heißt, wir kriegen mindestens zwei Funkelis. Eine Kung-Fu-Geschichte. Das heißt, ich werde definitiv zu einem Kung-Fu-Peach. Das wird das nächste Kostüm. Und die Verschwörung im Regen, ein weiteres Detektiv-Ding. Das heißt, drei Funklis werden wir hier sogar kriegen. Okay. Das heißt, wir kriegen jetzt sehr schnell das Album voll. Ninja-Funkli, Meisterdieben und Detektiv. Dann haben wir tatsächlich schon die Hälfte aller Funklis. Und wahrscheinlich spätestens dann auf der nächsten Etage. Wir können es ja wirklich rechnen. Hier kriegen wir jetzt zwei auf der Etage dazu. Da kriegen wir zwei. Und da kriegen wir zwei. Dann bleibt Eiskunstläuferin übrig. Superheld. Die Sängerin. Und Kung Fu. Ich gehe mit hundertprozentiger wahrscheinlich von Kung Fu Peach aus. Weil es wird ja sogar namentlich erwähnt, dass es Kung Fu ist. Ansonsten hätte ich andere Kampfsportarten aufgezählt. Wie Taekwondo oder Judo. Und ich denke mal, die nächste Etage ist dann auch tatsächlich die letzte. Das heißt, wir haben mindestens die Hälfte vom Spiel ab dem Punkt dann schon hinter uns. Und was auch immer hier, da, es sieht ja so aus, als ob da noch ein weiteres Kostüm nach Kung Fu jetzt kommen sollte. Das ist dann wahrscheinlich wirklich so ein finales Kostüm. Weil bei Mario 11, beziehungsweise bei Mario Spielen ist es ja so üblich, dass man so wirklich am allerletzten Ende nochmal irgendwas ganz Spezielles bekommt. Paper Mario ist beispielsweise das allerbeste Beispiel dafür, dass man auf einmal irgendeine komplett krasse Superkraft bekommt, die einfach überhaupt nichts mit dem Rest des Spiels zu tun hatte. Und ja, dann wird es nochmal speziell am Ende. Auf jeden Fall krass, wie weit wir schon sind. Hälfte vom Spiel haben wir. Und ich bin froh, dass es offenbar nur eine Probe pro Etage gibt. Weil stellt euch mal vor, ich hätte jetzt eine Backprobe, dann weine ich. Obwohl, ich sollte den Mund zu weit aufreißen. Am Ende kommt nach dieser Etage eine Backprobe. Ich bin froh, dass es eine Kaugelprobe jetzt war, weil Kaugel war ja echt geschenkt. Also sofern du nicht komplett neben der Spur gerade bist beim Aufpassen, hast du da ja gar kein Problem. Die roten Fässer kennt man ja sofort raus. Ich dachte halt nur, okay, ich dachte, sie hatten ja da gesagt, sie dürfen nicht explodieren. Ich dachte, ich muss die nehmen und wegschmeißen. Das war mein Denkfehler. Ich dachte wirklich, dass ich die wegschmeißen muss, bevor sie explodieren. Ich dachte nicht, dass ich sie gar nicht erst aufheben darf. Das war, wie gesagt, mein Denkfehler. Naja, nichtsdestotrotz, beim nächsten Mal fangen wir dann mit den Ninja-Künsten an. Dem Weg des Feuers. Wir werden drei Funkelis hier retten. Das heißt, wir werden sehr lange mit der Etage zu tun haben. Ich hoffe trotzdem, dass ihr alle Spaß mit dem heutigen Video und damit mit der heutigen Show hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.